Du, sag einmal, warum sind eigentlich die Erdbeeren so teuer? Oder man hat halt das Gefühl, warum können die nicht günstiger sein, weil dann kann man sie ja mehr kaufen. Ja, ich verstehe einerseits das, dass manche Verbraucher so denken, aber Erdbeer oder andere Sonderkulturen, wir haben in dem Fall ein bisschen Erdbeeren, die leiten närrisch für Arbeit und auch viel schwere körperliche Arbeit und da steckt wirklich viel Schweiß dahinter und ich sage mal, der Preis ist gerechtfertigt. Vor allem, es ist bei uns eben noch saisonal und regional und wird nichts aus zweitigst von der Wald eingeflogen. Und der Preis, der wo da jetzt zur Zeit da ist, der passt so, dass es für beide Seiten passt. Man muss dazu sagen, keiner arbeitet gerne umsonst. Und wenn man jetzt sagen wir, pro Kilo 1 Euro oder 2 Weg an tut, dann hat der Bauer umsonst arbeiten. Dann macht das aber auch nicht lang. Weil warum soll er was anbauen, wo er nichts damit verdient? Dann gibt es halt keine Erdbeeren mehr. Ja, aber Das war auch könnt sie schade. ja mehr erobern, oder nicht? Da haben wir halt von der Fläche her auch begrenzt und man sollte halt auch Fruchtfolge einhalten, dass man halt nicht ständig die gleiche Frucht auf die gleichen Felder hat, über Jahrzehnte oder sowas, sondern da wechselt man durch. Und von der Fläche her natürlich ist man begrenzt an dem, was zur Verfügung steht. Also haben das andere Länder, andere Weiten. Wie bei uns in Bayern ist das relativ klar strukturiert, da geht das nicht so einfach. Und die Unkosten haben einfach trotzdem auch da. Die verlieren sich ja nicht, auch wenn man da mehr erobaut. Sondern man hat eigentlich pro Erdbeer einfach so und so viel Arbeitsaufwand und wie gesagt viel Handarbeit. Und muss immer wieder betonen, keiner arbeitet umsonst in der Welt. Jeder, der wo an die Arbeit geht, möchte am Ende des Tages mit einem Geld heimgehen und nicht was mitgeben haben. Und so ist es in der Landwirtschaft auch. Aber man hat ja auch schon mal, bestimmt hast du auch mal Beutel gesehen, weil bei dir ist es ja nicht so, von Erdbeeren oder Spargel oder die, wo halt dann wieder einfach aufs Feld geschmissen werden und gar nicht verkauft werden. Das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass die im Supermarkt gar nicht angenommen werden, weil es gewisse Schönheitskriterien nicht erfüllen und der Bauer sonst keinen Absatz nicht hat, weil er sich halt einfach wahrscheinlich spezialisiert hat auf Supermarktkette so und so. Der, wo ihm das abnimmt und wenn die das nicht nehmen, was soll er damit machen? Er kann es selber auch nicht alles da essen, egal was jetzt ist, Kartoffeln, Spargel oder Erdbeeren oder Gurken, keine Ahnung. Gibt es ja so viele Beispiele und der bringt das halt dann auf seine Felder wieder aus als Dünger. Das ist ja ein wertvoller Dünger, der wo zurückgehen wird in den ganzen Kreislauf. Ach so, ja, dann spart er sich ja eigentlich auch einen Kunstdünger und muss nicht nur mehr Zusatzkosten ausgeben. Und ja, ist logisch. Ist auf jeden Fall am sinnvollsten verwertet, da ich sagen.